Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten ich und das Modellbahnfachgeschäft Kramm aus Hilden euch wieder eine Lokomotive vorstellen. Und wir haben auch was ganz Besonderes für euch rausgesucht, und zwar ein Exklusivmodell der Händlergemeinschaft der Wilden 13. Es handelt sich um eine Pico Baureihe 247, um eine Diesel-Vectron. Und die möchte ich euch heute etwas näher zeigen. Die hat auch eine ganz besondere Lackierung und die seht ihr jetzt. Und hier ist die Baureihe 247 vom Pico in der Lackierung der Bahnbaugruppe der DB AG. Ich muss dazu sagen, dass diese Lokomotive ein Freelance-Modell ist. Das heißt, in dieser Lackierung fährt die Lokomotive original nicht rum. Trotzdem finde ich, dass die Lackierung der Bahnbaugruppe der 247 wirklich gut steht. Die Lokomotive ist auf 500 Stück begrenzt, also es gibt nur 500 Modelle. Das Modell ist ausgeliefert worden im November 2021. Zu der Bahnbaugruppe sei gesagt, dass diese Gruppe seit 10 Jahren Komplettdienstleister für die Bahninfrastruktur ist und gehört zur DB AG. Sie entstand 2010 durch die Verschmelzung verschiedener Gesellschaften, unter anderem der DB Bahnbau GmbH und der IWB Ingenieur Brücken- und Tiefbau GmbH. Dann hören und schauen wir uns mal diese Baureihe 247 auf meiner Anlage an. Los geht's! So, dann kommen wir mal zu den ganzen Funktionen von der Baureihe 247. Anfangen tun wir mit dem Licht. Licht war F0, F1 ist der Motorsound, da kommen wir gleich zu. F2 ist Horn hoch. F3 ist Horn tief. F4 ist Spitzenlicht, das zeige ich jetzt nicht. F5 ist der Lokführergruß, den zeige ich mal ganz kurz. F6 ist der Batteriehauptschalter. F7 ist der Rangiergang. F8 ist Zugbeleuchtung Lok zieht. F9 ist Zugbeleuchtung Lok schiebt. F10 ist Druckluft ablassen. F11 ist Kuppeln. F12 ist eine Bahnhofsdurchsage. F13 ist auch eine Bahnhofsansage. Sicherheitshinweis, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. F14 ist nochmal eine Bahnhofsansage. Meine Damen und Herren, zur Verbesserung der Sauberkeit und aus Rücksichtnahme auf Nichtraucher ist das Rauchen im Bahnhof nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Also ich finde die sehr gut, die Ansagen. Ich habe die so noch nicht gehört und ich habe, weiß Gott, schon viele Lokomotiven hier gehabt zum Testen, zum Ausprobieren. Also die Ansagen gefallen mir wirklich gut. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, dass diese Ansagen jetzt in einer Lokomotive verbaut sind, die zur Bahnbaugruppe gehört, auch wenn es Fiktion ist. Da hätte man vielleicht irgendwie Arbeitsgeräusche drauf machen können auf dem Decoder oder drauf spielen können auf dem Decoder. Aber ich denke mal, das ist Jammern auf hohem Niveau. Mir gefällt das schon recht gut. F15 ist der Schaffnerpfiff.
F16 ist der Kompressor. F17 ist der Funk. Um den Funk komplett zu hören, muss man die Taste F17 mehrmals drücken. Hier spricht der Fahrdienstleiter. 51401, bitte kommen. 51401. Es geht gleich weiter. Wir haben noch eine Güterzugkreuzung. Ah ja, ich wiederhole, wir haben noch Kreuzung. Vielen Dank für die Auskunft und schönen Dienst noch. Ja, Ihnen auch einen schönen Dienst. Ciao. Tschüss. F18 ist Sanden. F19 Bremsprüfung. F20 ist Kurvenquietschen. F21 ist die Tür. F22 ist die Maschinenraumtür. F23 ist das Fenster. F24 sind die Schienenstöße. F25 ist die Lautstärkeregelung. Und F26 ist Ton aus. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Hauptgeräusch, zu F1, dem Motor. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt die Lokomotive noch mal kurz ausgestellt, weil ich auf diesen Wagen aufmerksam machen möchte. Und zwar ist das auch ein Sondermodell der Händlergemeinschaft der Wilden 13. Ein Schienenreinigungswagen in der Bahnbaugruppe Lackierung. Der Wagen ist wirklich gut. Ihr seht hier, hiermit reinigt er die Schienen und das macht er auch wirklich gut. Es ist, wie gesagt, ein Sondermodell der Wilden 13. Die Artikelnummer zeige ich euch. Ich blende sie aber auch gleichzeitig unten ein. Das ist die Artikelnummer 72212, falls jemand Interesse hat an diesem Schienenreinigungswagen. Ich finde, wenn der so im Verbund ist mit den anderen Wagen, macht er wirklich eine gute Figur. Gut, ihr Lieben, jetzt schauen wir uns mal die 247 an, wie sie hier ihre Runden über meine Anlage dreht.
Ja, ihr Lieben, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt etwas Spaß mit diesem Video gehabt und konntet einen kleinen Eindruck von der Baureihe 247 von Pico gewinnen. Ich kann euch sagen, dass diese Lokomotive mit den Schienenreinigungswagen in Petersdorf bleibt. Das heißt also, ihr werdet diese Lok mit dem Wagen des Öfteren bei mir auf meiner Anlage fahren sehen. Auf diesem Wege nochmal recht herzlichen Dank an die Firma Kramp für die freundliche Unterstützung. Ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Tschüss, bis bald, euer Dortmunder Junge.